Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Im letzten Video hatte ich es ja schon angekündigt, ich wollte wieder etwas bringen für euch mit viel Geschichte und glaubt mir, heute wartet viel Geschichte auf euch. Wir haben uns auf die Spurensuche begeben und ich habe eine Menge recherchiert und auch sehr viel herausgefunden. Also wollen wir uns doch heute mal anschauen, um was es sich hierbei handelt. Also bleibt am besten eingeschaltet und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute schauen wir uns eine ganz besondere Druckerei an. Die Firma wurde 1847 von keinem geringeren als Johann Christian Gottlieb Franz Otto Sparmer gegründet. Besser bekannt als Otto Sparmer, aus dem später auch der Sparmer Verlag hervorging und auch eine Aktiengesellschaft resultierte. 1848, nachdem er seine Firma bereits ein Jahr vorher gegründet hatte, zog es ihn allerdings aus Revolutionstheorien und politischer Flucht dann raus aus Deutschland und er ging über Wien bis nach Ungarn und sogar bis zur Türkei hinaus, um dann am Ende durch gute Beziehungen und Kontakte wieder den Weg zurück nach Deutschland zu finden. 1851 wieder in Leipzig zurück, fängt er dann wieder an im kleinen Stil verschiedene Sachen zu drucken und zu produzieren, vor allem Kinder-, Jugend- und Familienzeitungen sowie Volksschriften stehen da im Vordergrund. 1860 bis 1880 hält der Sparmersche Verlag sogar das Monopol der deutschen Jugendliteratur und produziert das meiste in ganz Deutschland und verkauft natürlich auch das meiste. ...1868 erfolgt dann sogar die eigene Buchdruckerei. Vorher hatte man über verschiedene andere Firmen drucken lassen. Jetzt konnte der Sparmer Verlag auch mit der eigenen Druckerei drucken. 1873 startete dann der Bau von Sparmers Hof durch die renommierten Architekten Johann Gottfried Siegel und Johann Friedrich Ulrich. Der Bau steht in der Gellertstraße 7 bis 9. Heute ist das übrigens die Littstraße. In den Folgejahren entstanden dann noch zwei weitere Gebäude und auch Nebengebäude in der Querstraße 29 und 31. 1878 wurde dann das Ganze entsprechend auch fertiggestellt. Am 27. November 1886 stirbt Otto Sparmer, der Verlagsgründer dieser großen Firma. Doch die Firma sollte noch weiter wachsen, noch größer werden und dafür sorgte schlussendlich der Philologe Josef Matthias Petersmann, der 1889 das Ganze erwirbt und mit der kompletten Firma dann nach Reutnitz umzieht und dort einen kompletten neuen Bau auch errichten lässt. Unter seiner Leitung entwickelt sich das Unternehmen zur größten Druckerei Leipzigs und zu einem der größten und leistungsfähigsten in ganz Deutschland. Hinzu kommt die Übernahme kleinerer Druckereien und der Kauf verschiedener Fabrikanlagen und Immobilien. Und darum soll es auch jetzt hier gehen, denn das Gebäude, was ihr hier seht, ist nicht direkt die Großbuchdruckerei Sparmer, sondern das ist eine andere Firma ursprünglich gewesen. Denn das, was ihr hier seht, ist eigentlich eine Glas- und Spiegelmanufaktur der Firma Heckert & Köppe. Was mit dieser Firma allerdings passiert ist, ist nicht klar. Ob man hier das Gebäude bloß gekauft hat, um es später zu nutzen, ob man die Firma komplett aufgekauft hat oder das Ganze schon brach lag, beziehungsweise die Firma Konkurs angemeldet hatte und dann hat man einfach bloß das leere Gebäude gekauft, das ist nicht bekannt. Was bekannt ist, dass hier tatsächlich die Firma Sparmer drinne dann auch entsprechend produzieren ließ. Ab 1891 ist der Philologe Matthias Petersmann dann tatsächlich auch alleiniger Besitzer und zieht mit seiner kompletten Firma erneut um und zwar in den Täubchenweg. Das Ganze geschah 1898. Dort finden wir auch heute noch verschiedene sehr interessante Gebäude, vor allem das Bibliographische Institut. Zudem hatten wir ja schon ein Video gemacht, wenn ihr euch erinnert. Ansonsten blende ich euch das Ganze jetzt hier oben rechts ein, da könnt ihr nochmal reinschauen. Kleiner Spoiler, dort wurde mehr oder weniger der Duden erfunden. Zu dieser Zeit ist die Druckerei die zweitgrößte in ganz Deutschland. In den Folgejahren werden die Anlagen sehr, sehr modernisiert. Es kommen viele, viele neue Maschinen hinzu. Aufgelistet sind über 214 große Maschinen. Ich zitiere mal hier so ein paar Sachen raus. Setzmaschinen, Monotyp und Typograph sowie Rotationsdruckmaschinen, Gießmaschinen und
viele, viele verschiedene Schnellpressen in allen möglichen Größen und Variationen. Zumal das dort sowieso ein gutes Viertel war, dort finden wir auch die Notendruckerei von Karl Gottlieb Röder. Auch ein sehr interessantes Gebäude, dazu wird noch ein Video folgen. 1914 ist es dann geschafft. Es handelt sich hierbei um die größte Druckerei Europas. Ab 1921 übernimmt dann der Sohn Arnold Petersmann die Geschäfte des Vaters und sorgt dafür, dass ab 1933 hier die Volksausgabe und die kartonierte Ausgabe von Hitlers Mein Kampf gedruckt wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt natürlich Standard, also eigentlich könnte ich hier immer so ein Mono-Ding einblenden, aber ich erzähl's euch trotzdem. Wie üblich wurde das Ganze natürlich als volkseigener Betrieb verstaatlicht und umbenannt, in verschiedene andere Kombinate aufgeteilt. Und was ich hier herausgefunden habe, ist, dass die Firma dann natürlich umbenannt wurde in Leipziger Druckhaus und dann auch wieder einem VEB angegliedert wurde. Produziert wurde aber mit den Maschinen weiterhin. Man hat hier recht wenig als Reparation wieder abgeben müssen, was ja sehr häufig der Fall war. Und man konnte hier die Produktion mehr oder weniger aufrechterhalten. Zwei Gebäude sind im Zweiten Weltkrieg allerdings zerstört worden. Wen das genauer interessiert, den schmeiße ich unten noch einen Link rein. Da kann er gerne mal reinschauen. Das ist sehr detailliert aufgelistet, was da genau kaputt geht und was auch da zum Thema Aktien da so als Kapital und so weiter verfügbar war, auch mit Ende des Zweiten Weltkriegs. Produziert wurde bis in die 90er Jahre und dann kam natürlich Stilllegung, Verfall und so weiter und so fort, das übliche Thema. Bis heute ist das Ganze leerstehend, soweit ich mich erinnern kann. Es ist nicht viel drin zu finden, ihr seht es ja selber. Wobei wir unten im Erdgeschoss bzw. im Keller doch interessante Mappen mit diversen Schriften gefunden haben, was in etwa aus der Zeit ist, aber glaube ich nicht selber mit der Druckerei zu tun hat. Das soll es jetzt gewesen sein von mir. Ich blende euch natürlich im Anschluss noch einige Bilder ein. Es ist Weihnachtszeit. Ich wünsche euch bis dahin ein paar schöne Feiertage. Bleibt fit, esst nicht zu viel, lasst euch reich bescheren. Und wir hören uns dann kurz vor Jahresabschluss nochmal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.